So, weiter geht's mit dem neuen Skript-Tutorial. Heute kommt mal ein sehr spezielles Tutorial. Es hat im Prinzip nur eine Funktion, allerdings nichts, was jetzt direkt sichtbar ist. Und zwar geht's um einen Cooldown-Reset um 0 Uhr. Das Ganze ist relativ, es klingt eigentlich relativ simpel, aber ganz so simpel ist es nicht. Und zwar kann man in Minecraft dann nicht die Uhrzeit, also mittlerweile kann man die Uhrzeit anzeigen lassen. Allerdings ist es trotzdem noch nicht so, ja, einfach, dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, Prozent, Clock, Prozent oder so, und dann siehst du halt genau die Uhrzeit. Du kannst nämlich nur Prozent now, Prozent nutzen, also halt nur now nutzen. Bedeutet, steht dann zum Beispiel hier, hoppla, 29, 09.2018 und dann steht da halt irgendwie, keine Ahnung, 20:29 Uhr oder so. Und das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt einen Cooldown-Reset um exakt 0 Uhr wollen, können wir entweder die Uhrzeit nehmen. Das Problem ist nur, wenn das Server genau um 0 Uhr down ist und wird, also kurz erklärt, was ich jetzt damit meine. Angenommen, wir schauen jetzt jede Minute, ist es 0 Uhr. Und wir setzen dann halt eben den Cooldown zurück. Das wird funktionieren, nur wenn das Server down ist, geht's eben nicht und das ist problematisch und deswegen, ich bin der Meinung, wenn man tatsächlich 0 Uhr wählt, ist das eigentlich Beste, was es gibt, der Tag. Das heißt, wir checken einfach, ist es Tag 29 oder ist es Tag 30. Jetzt gibt es natürlich eine kleine Fehlerquote, die man jetzt mit einberechnen muss und zwar kann man ja theoretisch am 29.09. einloggen. Und man ist dann einfach genau im Mode offline, loggt dann am 29. Nee, funktioniert gar nicht. Alles super, das geht eh nicht. Kommt mir gerade selbst, ich habe es anders gemacht. Genau, also im Prinzip machen wir das Ganze folgendermaßen. Wir starten heute mein Atom. Das ist ein anderer Texteditor, kann man sich downloaden, ist kostenlos logischerweise. Auch dafür gibt es dann eben die Script-Language mit diesen ganzen Add-ons drin. So, wir starten mit common/cd. Im Prinzip ist es jetzt relativ, wie soll man sagen, es ist mir sehr, es ist ultra theoretisch, das ganze Tutorial. Es ist auch ultra umständlich geschrieben. Es ist nicht unbedingt professionell geschrieben, aber es funktioniert und darauf kommt es erstmal an. So, also common/cd. Script Language, funktionierst du? Script Language funktioniert nicht. Man sollte den Datei natürlich dann auch .sk nennen und nicht nur einfach Tutorial. Ergibt Sinn. So, also, wir waren gerade bei /cd. Kurz mal überlegen. Also, statt /cd kann man dann zum Beispiel halt eben den Comment oder den Reward halt quasi einsetzen, den man halt dann tatsächlich nur einmal am Tag geben will. Das heißt, kann alles sein, kann jedes erdenkliche Event sein. So, zuerst fangen wir an mit if. Wobei, testen ist ein bisschen blöd. Machen wir irgendwie CD für Cooldown. Doppelpunkt, Doppelpunkt. Prozent, Player, Prozent. Ich hoffe, ihr habt das noch nie verwendet. Is not set, Doppelpunkt. Wenn das noch nicht gesetzt ist, erst dann wird es gesetzt. So, dann setzen wir CD, also quasi diese Liste. CD, Players. Player to now. Jetzt ist ganz wichtig. Man kann es einfach auch schreiben to now. Wird funktionieren. Allerdings ist es dann nicht als Text gepastet, sondern als keine Ahnung, irgendwas anderes. Und diese Variable hat dann quasi keinen Text drin oder keine Nummern oder was auch immer, sondern es ist dann. Ich kann es euch jetzt nicht genau erklären, also was es dann tatsächlich drin ist und warum es nicht funktioniert. Allerdings, es funktioniert nicht deswegen. Nur wenn man hier das Ganze in. So, wie ist das Zeichen? Wow, Mann. Verpeilt as fuck. Also, wenn man es hier quasi nur mit Prozent und diesem Zeichen hier schreibt, dann ist es quasi halt als Text in diese Variable drin. So, dann setzen wir das Ganze nochmal zu einer Variable. Und zwar setzen wir zum Beispiel mal Datum to
CD, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Player, Prozent. Einfach damit wir quasi das Ganze jetzt hier in einer Variable haben. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, ob das sein müsste. Ich habe es mal drin. So, dann fangen wir an mit dem Splitten. Und zwar, wir setzen, nein, stopp, wir setzen eine lokale Variable wieder, Datum, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Sternchen, also quasi eine Liste, die halt eben hier beginnt, to nur einer lokalen Variable, Datum, Split, at, Slash. Genau, also, wie gesagt, das Ganze wird das so ausschauen. Sekunde. Zu viel Fenster auf 5 ist aufnehmen, das ist immer gut. Hier. 29/09/2018, Leerzeichen 20, Doppelpunkt 29. Wenn wir jetzt natürlich hier bestimmte Werte rausplitten wollen, dann haben wir hier natürlich ganz klar diese Slashes, also diese Schrägstriche. Deswegen splitten wir quasi bei jedem Schrägstrich raus. Das heißt, wir haben dann 29, wir haben dann 9 und wir haben 2018 und noch die Uhrzeit dahinter. Rest ist egal, wir wollen nur das erste haben, 0,29. Also machen wir folgendes. Direkt können wir jetzt schon den Tag bestimmen. Und den sparen wir natürlich wieder in der lokalen Variable. Wir setzen den Day to first element out of Datum. So, jetzt ganz kurz mal noch zur Erklärung. Schreibe es mal mit dahinter. Speichert das aktuelle Datum in einer Variable. Dann haben wir hier nochmals vielleicht das Erklärung. Unwichtig eigentlich. Weil es wahrscheinlich auch ohne ginge, deswegen schreibe ich jetzt mal nichts dazu. Trennt die, ja, wie soll man sagen, die Nummern. Trennt Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit. Jeweils voneinander. So, dann noch das letzte. Und zwar, wir picken uns das picken pick das erste, nein, pick den ersten Wert, pick den ersten Wert der Liste raus und speichert ihn in einer Variable oder so. So, also nur noch mal kurz zur Veranschaulichung. Ist jetzt wie gesagt ein eher umständliches, kompliziertes Tutorial, was jetzt nicht unbedingt gerade zum Verstehen wahrscheinlich anregt, aber es ist, man muss sich damit ein bisschen beschäftigen und irgendwann kriegt man es eigentlich raus. So, dann machen wir noch einen Broadcast und um das Ganze mal auszugeben, Klammer auf, Unterstrich Day. So, genau. Also, wenn das Ganze noch nicht gesetzt ist, beziehungsweise können es auch, das müsst ihr nicht mitmachen, ich mache es einfach nur mal schnell so. Können wir eben sehen, welchen Tag wir hier haben. So, und zwar reloaden wir jetzt hier Tutorial. Und zwar mal slash CD, also slash Cooldown, was auch immer. Kriegen wir 29. Wir haben heute den 29. Genau. Jetzt ist quasi in dieser Variable CD, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Player, Prozent und so weiter, der Wert, also generell ist, also hier ist quasi das komplette Datum drin und nur in dieser lokalen Variable steht dann zum Beispiel drin 29. So. Jetzt überlege ich gerade, ob das einfach nicht sowieso schon in das zweite reingeht. Ich habe das nämlich jetzt gerade so relativ nebenbei geschrieben. Müssen wir mal schauen. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen was rauslöschen. Every 10 seconds. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten. Und ich überlege gerade. Gib mir mal ganz kurz einen Moment. Wir haben hier den Datum drin gespeichert. Das andere brauchen wir noch nicht. Das brauchen wir nicht. Also Broadcast können wir rauslöschen. Wir lassen das, glaube ich, einfach mal so stehen. Ich habe das gerade nicht gelöscht. Ich paste das jetzt einfach nur da rein. So. Genau, das ist im Prinzip eigentlich jetzt gerade wichtig. Dann haben wir zumindest den Cooldown gesetzt. Das ist das Wichtige. So. Dann geht es weiter mit.
genau dem gleichen Code im Prinzip. Also im Prinzip brauchen wir eigentlich exakt den Code hier. Einmal hier. Jetzt trennen wir das Ganze hier immer mit so ein paar Strichen. Und genau diesen Code kopieren wir uns nochmal und kopieren den hier drunter. So, die Erklärung brauchen wir nicht nochmal. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir keine Variable doppelt belegen. Deswegen hinter jeder Variable oder Liste machen wir jetzt hier eine 1 dahinter. Damit wir hier quasi einmal eine Day haben und einmal eine Day 1. Also Day 1 ist einfach nur eine Variable halt quasi, die wir jetzt dann momentan haben. So, jetzt fehlt dann allerdings noch ein bisschen was. Und zwar setzen wir, brauchen wir noch now. Set now to. Ups, now. Nee, warte mal, ist gar nicht mehr ganz richtig. Also im Prinzip haben wir jetzt hier in dieser Variable drin stehen, in diesem Datum. Nein, in Day, Tag 29. Das ist quasi exakt der Tag, den wir jetzt quasi. Also der quasi reingeschrieben wurde, als wir den CD genutzt haben. Das bedeutet, ihr nutzt slash CD. Dann wird hier das Datum drin gespeichert. Das ist erstmal safe. Das ist erstmal gesaved. Alle 10 Sekunden ist es einfach mal wirklich nur zum Testen. Ihr könnt da jede Stunde so reinschreiben oder alle 10 Minuten oder was auch immer. Wird dann quasi geschaut. Es wird dann quasi halt, wie ich gerade hier erklärt habe, wird dann quasi der Tag ermittelt. Das ist zum Beispiel der Tag aus, also an dem wir quasi hier diesen Comment ausgeführt haben. Der ist hier drin. Und jetzt wollen wir prüfen, ist dieser Tag, an dem wir es ausgeführt haben, länger her als der Tag momentan. Das heißt, das ist Tag 29. Wir wollen quasi am Tag, am Tag 30 dann diese Variable bzw. unseren Namen aus der Liste rauslöschen, damit wir quasi den Comment wieder nutzen können. Das heißt, wir brauchen einmal den Tag, an dem wir es genutzt haben und einmal den Tag, an dem wir es, also einmal quasi den aktuellen Tag wieder in Anführungsstrichen. Klar, wir haben jetzt natürlich immer noch den gleichen Tag. Müssen uns halt nur in Zukunft denken, weil, genau. So, wir setzen now to now. Also wir sparen uns quasi wieder das aktuelle Datum. Wir müssen hier ein bisschen was verändern. Wir brauchen nochmal eine Liste und setzen das zu now. Split at, im Prinzip gleiche Spiel vorher. Jetzt habe ich hier trotzdem was doppelt, oder? Was doppelt, das muss gar nicht mit rein. So, dann haben wir hier set day 1 to first element out of datum 1. Genau, haben wir quasi den zweiten, also den aktuellen Tag und quasi den Tag, in dem wir den Comment genutzt haben. Jetzt machen wir mal folgendes: broadcast yourself, nein, broadcast die Variable day 1 und den anderen Tag, also quasi den Tag, wo wir es dann genutzt haben. Kann ich reinschreiben jetzt mal zum besseren Verständnis. Aktuell und gesetzt am so und so. So, jetzt gehen wir ganz kurz zum Ingame. Wir reloaden das Ganze wieder. Es gibt natürlich keinen Spieler in diesem Event. Deswegen machen wir das Ganze so. Warte mal. Ich bin Fehler drin. Set Datum to. Geht natürlich nicht. Wir können jetzt keine Variable zum Liste setzen. Das geht nicht. Deswegen setzen wir jetzt einfach das zu. A random element out of CD. So, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich gerade mal so: Warum irgendein random Element? Im Prinzip ist es folgendermaßen geregelt. Am Ende. Also beziehungsweise am Anfang jeden Tages wird quasi die Liste gelöscht mit den ganzen Spielernamen drin, die quasi diesen Cooldown dann jetzt haben. Der Tag von diesen Spielernamen ist quasi immer gleich. Also das Datum ist immer gleich, nur die Zeit ist eine andere. Bedeutet quasi, wenn auch nur eine Person da drin ist, haben wir das Datum und es kann nur 29 sein, weil sie jeden Tag gelöscht wird und so. Wenn keiner drin ist, dann gibt es auch keinen Cooldown und nichts, was man löschen muss. Deswegen ist das der Hintergedanke daran. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Geht eh schon, oder? Es geht eh schon, genau. Aktuell 29.09.2018, gesetzt am 29. Wait, what? Warum haben wir jetzt komplett das Datum drin? The fuck? Genau, das sollte nämlich nicht sein. Day 1.
First Element out of Datum. Groß- und Kleinschreibung beachten. Wichtig. So, reload das Ganze nochmal. Ich schau mal, ob es jetzt geht. Sollte hier eigentlich aktuell 29. sein und gesetzt am 29. Hoffentlich. Fuck. Okay, macht schon mal nicht. So, was haben wir falsch gemacht? Also, was hat es ein Datum zu dem? Wir splitten das hier. Wir haben da den Tag. Was haben wir falsch gemacht? Ach, der erste Wert ist das, gell? Okay, der erste Wert. Das heißt, das fehlt quasi dann irgendwo hier in diesen drei Zeilen. Also, wir setzen Now to Now. Wir setzen Datum 1 to Now. Split. Ach, Split at 7. Wow, es gibt natürlich keine 7 drin. Es muss ein Slash sein. Kein Wunder, dass das dann funktioniert. So, jetzt schauen wir ganz kurz, ob jetzt 29 drin steht. Genau, aktuell 29, gesetzt am 29. So, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze wieder Eisennummer setzen. Und zwar Day 1 ist komplett blöd, aber geht da nicht anders. Set Day 1 to Day 1. Passt as Number. Das Ganze kopieren wir uns, schreiben die nächste Zahl da. Das gleiche machen wir mit einem normalen Tag, also nur mit Day. Und jetzt testen wir quasi, if Day 1 is larger than Day, Doppelpunkt, clear, CD, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Sternchen. Und dann lassen wir einen Tag noch ausgeben, irgendeinen Broadcast, dass wir wissen, dass es das wirklich ausgeführt wurde. Neuer Tag hat begonnen. So. Wir reloaden das Ganze und wir können es jetzt nicht testen, weil 29 ist der aktuelle Tag und am 29. haben wir einen Commit ausgeführt. Deswegen machen wir uns kurz schnell. Weiter mal ganz kurz unseren Comment. Und zwar lassen wir noch hier kurz eine Nummer reinschreiben. Hier diese eckigen Klammern bedeutet, es ist nicht zwingend notwendig, hier ein Argument oder nach dem Comment noch einen anderen Text oder so dazu zu schreiben. Und zwar brauchen wir ganz kurz schnell ein else-if. Argument 1 ist set. Ist jetzt nur zum Testen da. Dann machen wir set to Argument 1. Auch da ist es übrigens wieder wichtig, dass wir dann hier tatsächlich eine Nummer drin haben, wieder oben, dass es also als Text gepasst wird, weil sonst haben wir hier natürlich wieder wie bei Now dann irgendwas drin und Skript kann nichts anfangen, es funktioniert nicht, es sagt irgendwie None und ihr könnt euch denken. So, jetzt mal folgendes, wir machen jetzt slash cd und geben jetzt statt 29, was quasi unser aktueller Tag ist, 28 ein, das heißt, wir gaukeln jetzt im Skript einfach vor, es ist Tag 28, wo wir es ausführen. So, jetzt passiert folgendes, jetzt haben wir aktuell Tag 29 und gesetzt 28. Der 29 ist größer, also der heutige Tag ist größer als der gestrige Tag, 28. Also erkennt das Skript, neuer Tag hat begonnen, quasi es ist nach 0 Uhr, es ist ein neuer Tag und der Cooldown ist resettet. Das heißt, sehen wir hier auch, aktuell 29 gesetzt am None. None bedeutet quasi einfach, es ist nichts drin, es ist leer. Wir haben den Comment heute noch nicht genutzt, wenn wir jetzt nutzen, slash cd, dann steht natürlich wieder drin, aktuell 29, gesetzt am 29. Genau, so funktioniert im Prinzip ein Daily Reward oder was auch immer. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, ein Abo. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Script-Tutorial.